Die schriebende Gans. Die schriebende Gans geht das Jahr an Dominik Dussek. Ein Autor, der den Schwerpunkt auf eine spielfreudige und weltoffene Literatur legt, mit Wort und Tönen um sich schmeißt und damit ganz einen eigenen Sound kreiert, der eben nicht nur als gesprochenes Wort, sondern auch als Text oder Performance funktioniert. Danke, Dominik, dass du die Stadt mit deinem Arbeiten verzierst und zu unserer Lieblingsstadt machst. Crazy. Ich finde schön, dass wir ein Schlagzeug haben. Jetzt nicht widerstehen. Gut, sie hält doch was aus. Ich habe jetzt bemüht, also das war ja nicht so laut, aber ja, sehr schön. Habe ich Komplexe wegen meines Alters und darum freut es mich, dass junge Menschen hier so einem alten Idioten, der immer noch ein Nachwuchskünstler ist, so einen Preis überreichen. Die größte Schule in Winterthur, wenn man schon von Winterthur spricht, die größte Schule in Winterthur für mich ist Radio Stadtfilter, weil, wenn ich seit 12 Jahren irgendwas die Morgensendung mache, da tue ich ja meine Sprache, wenn man so will, auch den Klang der Sprache natürlich, aber auch die Sprache ständig feilen, ohne es zu merken. Und deswegen möchte ich mich bei Radio Stadtfilter bedanken, dass ich da seit 12 Jahren gratis Arbeit leisten darf und die Morgensendung moderiere. Das ist fantastisch.